El mundo está cambiando. Die Welt ist im Wandel. Lo siento en el agua. Ich spüre es im Wasser. Lo siento en la tierra. Ich spüre es in der Erde. Lo vuelo en el aire. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was passiert ist, wurde uns erzählt. Alles begann im Garten des Paradieses. Gott schuf die Menschen und gab ihnen einen schönen Garten im Paradies. Sie waren glücklich, ja, überglücklich. Sie durften von allen Früchten essen, außer vom Baum in Mitte des Gartens. Dann geschah es, die Menschen aßen die verbotene Frucht. Durch die Lüge der alten Schlange, des Teufels, sündigte der Mensch. Durch die Sünde kam dann Misstrauen und Angst. Durch die Sünde kam der Tod in die Welt. Die Menschen müssten dann das Paradies verlassen. Aber Gott hatte einen Plan. Viele Jahrhunderte später schickte er einen König, geboren aus einer Jungfrau. Er sollte den größten Feind der Menschen für immer besiegen. Tod und Leben rangen in wundersamen Zweikampf. Der Fürst des Lebens, der gestorben war, herrscht lebend. Der Teufel war besiegt und Jesus herrscht als König der ganzen Welt. Der Kampf ist aber noch nicht zu Ende. General, was ist passiert? Wir haben viele Soldaten verloren. Sie hatten keine Lust mehr auf das Essen, das sie vom König bekommen. Wie kann es sein? Der Feind hat ihnen etwas Besseres angeboten. Jetzt dienen sie ihm. Okay. Ja. General, wir haben viele Soldaten verloren. Was ist jetzt passiert? Der Feind hat sie überzeugt, dass der König Stuttgart nicht für sie interessiert. Dass es ihnen auf seiner Seite besser geht. Nein! General, wir haben noch verloren! Nicht sagen, wir haben wieder Männer verloren, oder? Ja. Nein, wie kann es sein? Was ist diesmal passiert? Wir haben einige unserer besten Hauptmänner verloren. Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben versucht, mit dem Feind zu verhandeln. Der Feind hat versprochen, ihre Wünsche zu erfüllen. Wieder weg, ja. Hier bin ich, bereit für den König zu kämpfen. Aber welche Waffe hast du? Siehe mein Schwert. Das brauchst du gar nicht. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Geister. Ich möchte kämpfen. Gib mir eine passende Waffe. Möchtest du eine passende Waffe, dann brauchst du auf jeden Fall für diesen Kampf die Bibel, die Heilige Schrift. Hier findest du alles Nötige, um den Feind zu besiegen und zu verstehen, wie die Taktik dieses Feindes ist, um dich zu verteidigen. Leg die Rüstung Gottes an, damit du am Tag des Unheils standhalten kannst. Gürte dich mit Wahrheit. Ziehe als Panzer die Gerechtigkeit an. Und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greif zum Schild des Glaubens. Mit ihm kannst du alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nimm den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. So nimm dieses Buch und halte das immer in der Nähe. Lies darin regelmäßig. Dann wirst du in diesem Kampf siegen. Und welchen Burg meines Königs muss ich schützen? Was muss ich vor dem Feinden verteidigen? Erstens musst du dein Herz verteidigen. Der Feind versucht, darin zu kommen, dich zu verwirren, dich zu spalten, vielleicht dich zweifeln zu lassen, dass Gott dich liebt, dass die Menschen dich lieben, dass wir alle zusammengehören. So versuch dein Herz zu schützen. Mit Hilfe der Bibel, mit Hilfe auch von uns allen, kannst du das verteidigen. Das ist der Ort, wo Gott in dir wohnen will. Der Ort, das du verteidigen musst. Durch dieses Buch spricht der König zu dir. Er wird dir Trost und Kraft geben. Und die Kirche wird dir helfen, es zu verstehen und danach zu leben.
Thank you.